herzlich willkommen zu einem neuen BMW-Part. Und zwar in diesem Part werden wir das Auto endlich auf den Boden stellen. Unter mir ist die Felge, die Maße passen auch. Ich hätte gesagt, wir werden direkt Reifen draufziehen lassen. Und dann bauen wir so langsam die Front weiter. Querträger, Frontmaske, Hupe. Dann müssen wir die Spur wenigstens ein bisschen einstellen, dass die Reifen am Ende nicht so oder so laufen, dass wir wirklich auch ein paar Meter fahren können. Ich hätte gesagt, wir fangen direkt an. So, ich habe vorne kurz Pause gemacht mit dem Zusammenpuzzeln, weil wir müssen das Auto noch entlüften. Letztes Mal haben wir aufgehört, weil das Gebläse nicht funktioniert hat. Deswegen glaube ich, dass das nicht mit dem Entlüften geklappt hat, weil das Gebläse nicht arbeitet. So, jetzt haben da noch drunter geschrieben, dass es ein, zwei Methoden gibt irgendwie. Zum Beispiel muss das Abblendlicht dafür an sein. Das werde ich jetzt nochmal durchtesten. Wenn es nicht funktioniert, werden wir ganz normal entlüften wie früher. Einfach immer aufmachen, Luft entweichen lassen und bis die Luft nun mal raus ist. Das haben wir früher auch mal so gemacht, hat eigentlich gut funktioniert. Bei den neuen Autos ist das ein bisschen komplizierter, wie bei dem Golf 7R zum Beispiel. Ja, aber bei dem Auto geht das zum Glück noch, deswegen hätte ich gesagt, machen wir das einfach so. Erstmal stelle ich euch hier hinten auf, weil Kaltstart ist natürlich saftig, richtig schön laut und dann gehen wir nach vorne, sobald der vorbei ist. Versucht das ganze System jetzt zu entlüften. Das hat semi gut funktioniert, sage ich mal. Wir haben fast jede Öffnung aufgemacht, eigentlich hier den großen Schlauch, den kleinen da unten auf beiden Seiten.
Der Wärmetauscher, ich glaube, der Wagen hat zwei Stück. Und hier unten, der wird auch lauwarm, aber der da hinten, ich glaube, da ist noch Luft drinne, weil wenn du das hier einkippst, dann drückst du die Luft halt einmal quer durchs System und ich glaube, da hinten ist auf jeden Fall noch Luft. Das heißt, wir müssen hier hinten noch einmal den Schlauch abnehmen, damit die Luft dort entweichen kann und dann hoffentlich sollte das funktionieren. Wenn das nicht funktioniert, dann müssen wir irgendwie versuchen, diese manuelle oder diese Pumpe zum Arbeiten zu bekommen. Ich gucke jetzt nochmal, wo die sitzt genau. Vielleicht können wir die auch manuell ansteuern. Irgendwie müssen wir mal gucken. Und dann werden wir vorne weitermachen. Ne? Maske muss drauf, Querträger, damit wir das Auto hinstellen. Also in diesem Part fahren wir das Auto ein paar Meter, 100%. Ich will wenigstens wissen, ob diese scheiß Antriebswelle dort funktioniert oder nicht. Das ist mir wichtig. Damit ich schon mal eine neue bestellen kann, falls sie nicht funktionieren sollte. Naja, ich hätte gesagt, wir machen morgen weiter. Aber ich muss sagen, das Auto sieht schon um einiges besser aus jetzt mit Felgen dran und so weiter. Wenn jetzt noch Maske und Querträger kommen, dann sieht das Auto schon wieder nach etwas aus. So, wir haben endlich herausgefunden, warum wir das Kühlsystem hier nicht entlüftet bekommen. Und zwar hatten wir das Problem, dass der Kühler immer heiß wurde und der Lüfter ist im Stand angesprungen, obwohl wir gar nicht viel Gas gegeben haben. Eigentlich ist das viel zu früh für ihn. So, dann haben wir das Auto gestern auslesen lassen und da kam ein Fehler raus, und zwar Kühlmittelpumpe. So, dann haben wir den Fehler gelöscht, haben das nochmal versucht mit dem System zu entlüften. Und da haben wir einen Fehler gemacht. Deswegen hat das die ganze Zeit wahrscheinlich auch nicht funktioniert. So, auf jeden Fall Kühlmittelpumpe-Fehler kam dann auf jeden Fall wieder. Das heißt, Kühlmittelpumpe ist kaputt. Die müssen wir jetzt einmal tauschen. Wir haben dann auch ein bisschen danach gesucht, wo die sitzt. Und zwar sitzt die ungefähr hier. Und die ist tatsächlich auch gebrochen. Da habe ich ein bisschen geschlampt, muss ich sagen. Beziehungsweise ich habe es gar nicht gesehen gehabt. Weil für mich, also ihr müsst überlegen, der Wagner Ladeluftkühler hier, da war alles heile und die sitzt hier hinten. Da bin ich davon ausgegangen, dass sie eigentlich auch nichts abbekommen hat. Aber die ist tatsächlich auch gebrochen gewesen. So, Worst Case müssen wir natürlich hier vorne wieder alles abbauen. Ich versuche es jetzt erstmal so, kann sein, es wird nicht funktionieren, müssen wir mal schauen. Die ist auch nicht ganz günstig, aber es ist ein Problem, ein typisches Problem einfach. Deswegen können wir die auch direkt neu machen. Dann ist das auch vom Teller. Dann hat man so ein paar Schwachstellen direkt erledigt oder abgearbeitet. Ich hätte gesagt, wir fangen direkt an, damit wir in diesem Part dieses Auto noch bewegen werden. So, das ist unsere Wasserpumpe. Wie man sehen kann, ich hoffe, ihr könnt das sehen. Hier ist sie gebrochen. Ich kann das hier sozusagen frei bewegen. Und die funktioniert wahrscheinlich nicht. Das heißt, wir werden die jetzt einmal ausbauen, tauschen und hoffentlich ist das Ganze dann gegessen. Lass mich nicht lügen, aber 5 Stunden später haben wir es geschafft, Thermostat und Wasserpumpe rauszubekommen. Die ist hier so beschissen montiert. Du hast Lenkgetriebe im Weg, die Achse ist im Weg und das ist so beschissen gemacht, wirklich. So, am Thermostat hier, diese zwei Verschraubungen sind uns abgebrochen, deswegen war das Thermostat nun mal wackelig. Die sind hier an der Wasserpumpe normalerweise befestigt. So, Wasserpumpe selbst, ich weiß nicht, warum die nicht funktioniert. Die sieht eigentlich an sich ganz gut aus. Wir werden jetzt hier einfach mal Strom drauf geben und gucken mal, ob die sich überhaupt drehen wird hier, das Rädchen, ne? Aber ich hatte gesagt, wir werden trotzdem einfach eine neue kaufen, Thermostat auch neu und dann wieder zusammenbauen. Ich habe das Ganze jetzt nicht aufgenommen, weil das Video wird dann Ausmaß nehmen, wäre, weiß nicht, wahrscheinlich 30 Minuten lang oder 35. Deswegen ein bisschen kürzer halten. Wir sind am gleichen Punkt wie davor, aber wir haben jetzt eine neue Wasserpumpe drin, ein neues Thermostat und hoffentlich können wir das Auto jetzt entlüften, um das Auto dann schlussendlich ein bisschen bewegen zu können, um zu schauen, ob die Antriebswelle und alles Weitere so funktionieren tut. Ich hätte gesagt, wir starten das Auto jetzt wieder, gucken erstmal, ob wir manuell entlüften können und wenn nicht, müssen wir vielleicht irgendwie wieder den Laptop organisieren, dass wir das damit machen. Wir müssen mal schauen, wie das funktionieren wird.
eine gute Nachricht und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass wir das Auto, beziehungsweise dass die Wasserpumpe funktioniert, die zirkuliert im Kühlerkreislauf, weil das hat die davor auch nicht gemacht. Die schlechte Nachricht ist, wir bekommen das Auto immer noch nicht automatisch entlüftet. Normalerweise hast du ja den Ablauf, den du da im Auto machst, Gebläse, Minimum, Heizung voll und dann macht die Pumpe das. Ich habe alles versucht. Ich habe mir 15 verschiedene Videos wahrscheinlich angeguckt. Jeder hat das so ein bisschen anders erklärt. Ich habe alles versucht, es funktioniert einfach nicht. Meine Vermutung ist, es funktioniert nicht, weil das Gebläse nicht arbeitet. Das ist so die einzigste Vermutung, die ich mir stellen kann oder wovon ich denke, dass es nicht funktioniert. Ich hätte gesagt, wir bauen das Auto jetzt aber zusammen vorne. Wir können das Auto ein bisschen bewegen, mal gucken. Und entlüften ist auch einfacher, wenn du das Auto bewegst, weil du kriegst es dann besser auf Temperatur, als wenn es jetzt die ganze Zeit hier im Standgas läuft. Das erste Mal wieder auf dem Boden nach dem Unfall. Ich weiß nicht, wie lange das Auto jetzt dort hing, aber es war auf jeden Fall eine lange Zeit. Das ist für mich immer so ein besonderer Moment, wenn das Auto wieder repariert ist und du stellst das Auto das erste Mal hin und kannst damit fahren. Es gibt drei besondere Momente. Beim Kauf des Autos, bei der Reparatur, wenn du erstmal wieder fahren darfst und wenn das Auto komplett fertig dasteht. Das sind immer drei Momente, die sind unbezahlbar. Da hast du immer so ein Lächeln in der Fresse. Auf jeden Fall, wir werden jetzt versuchen, ne, bevor ich das vergesse, hier haben wir die Maske noch ein bisschen angepasst. Ich habe hier ja reingeflext, das liegt daran, wir haben hier einen Wagner-Ladeluftkühler und dafür musste die Maske halt ein bisschen angepasst werden, weil der ein bisschen größer ist als der originale. So, ich hätte gesagt, wir versuchen jetzt, das Auto ein bisschen zu bewegen. Es wird mir schon persönlich reichen, wenn ich hier einmal lang fahre, einmal dahin und wieder zurück. Wenn die Antriebswelle das alles mitmacht, dann bin ich guter Dinge. Ich hätte gesagt, wir versuchen einfach mal loszufahren und gucken, was passieren wird.
fühlt sich ein bisschen komisch an. Ja. Jetzt mach mal einmal drücken. Jetzt mal Start, Stopp und Bremse ein. Jetzt war. Wir haben es geschafft, endlich nach einer sehr langen Zeit das Auto das erste Mal zu bewegen. Mir fällt auch so ein kleiner Stein vom Herzen, weil das ist immer ein sehr, sehr schöner Moment. Das Auto sieht von hinten auch sehr, sehr geil aus, muss ich sagen. Also kann man sich auf jeden Fall anschauen. Ich mache mal so eine kleine Umfrage. Würdet ihr feiern, wenn wir hinten so eine Frittentheke draufbauen? Der M3 GTS, ist das M3 E92 GTS? Ich hoffe, ich liege nicht falsch. Der hat auf jeden Fall so eine Frittentheke. Und ich finde, die sieht eigentlich absolut geil aus. Ich bin am Überlegen. Ich habe mal einen 335i echt gesehen, auch mit so einer Theke da hinten drauf. Und das sah sehr, sehr geil aus. Deswegen bin ich so ein bisschen am Überlegen, soll ich das machen oder soll ich das nicht machen? Schreibt mal in die Kommentare, würdet ihr das feiern oder nicht? Du sagst nein? Nein. Wieso? Das sah bei dem unnormal geil aus. Nein, das wird fehl am Platz aussehen. Doch. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr meint. Auf jeden Fall, wir haben ein bisschen mit der Lenkung gespielt, ein bisschen geguckt, wie sich das Ganze verhält. Und ich weiß nicht, ob es auf Video ist. Auf jeden Fall hat es hier einmal sehr, sehr laut geknackt. Ja, was kann man sagen? Auf jeden Fall, Spur muss eingestellt werden. Man merkt, dass die Spur noch nicht richtig da ist. Und Antriebswelle kann man jetzt noch nicht sagen. Ich hatte das damals bei meinem TTRS. Wenn ich ganz einschlage und aufs Gas gehe, dann hatte ich da genauso ein Knacken, wie ich das hier habe. Wenn ich ganz einschlage und Gas gebe, knackt das hier auch. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was es ist. Kann sein, wir müssen dann noch Hand anlegen. Ich hätte gesagt, das schauen wir dann erstmal Spur einstellen. Und wenn es immer noch da ist, dann müssen wir die Antriebswelle tauschen. Und wenn es weg ist, dann hätte ich gesagt, kann man die stehen lassen. Wem das Video gefallen hat, der darf gerne Like, Comment und Abo dalassen. Denn je mehr Interesse an sowas da ist, desto größer können die Projekte werden. Step by Step hocharbeiten langsam. Und nächste Woche kommt wahrscheinlich ein Part mit dem D30 hier. Vorbereiten zum Lackieren und 200 SX Unterbogen komplett fertig. Wir hatten da ungelogen wahrscheinlich 20 Rostlöcher weggemacht. Minimum 20. So, alles wieder komplett fertig gemacht, versiegelt. Jetzt wollen wir das Auto Unterboden wieder zusammenbauen. Und dann müssen diese zwei Autos, dort wo der Golf gerade steht, beide lackiert werden. Ich habe keine Ahnung von Lackieren, das wird auch witzig. Ich hoffe, es wird gut. Denn ich möchte so ein bisschen Geld sparen natürlich. Ne? Ich hätte gesagt, wir sehen uns nächste Woche Sonntag um dieselbe Uhrzeit mit einem neuen Part JDM.